So, mittlerweile sind die beiden Filter und der eine Sensor angekommen. Seht ihr hier, das ist einmal der Kabinenfilter und das ist hier der Luftfilter. Ich verlinke euch die beiden in der Beschreibung, damit ihr das mal sehen könnt. Davon gibt es halt unendlich viele, also super viele Hersteller. Und die unterscheiden sich auch ein bisschen in Dimensionen hier und hier. Wir gucken einfach mal. Ich hatte das Gefühl, dass der alte Filter etwas zu groß war. Und hier beim Kabinenfilter müsst ihr hier diese Plastikumrandung, diesen Rahmen rausnehmen. Und ihr seht es schon mal, der Kabinenfilter ist, ich sag mal, für meine Verhältnisse schon sehr, sehr dreckig. Ich glaube, der wurde nie gewechselt, obwohl hier in der Beschreibung steht, dass man den Kabinenfilter alle 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr wenigstens wechseln sollte. Ich meine, es geht ja letztendlich um eure Gesundheit, was ihr alles so einatmet, und das wird hier ja rausgefiltert, und ich glaube, keiner hat Lust, so einen Dreck einzuatmen. Also wir empfehlen den mal, den nehmen wir mal raus. Versuchen hier jetzt nicht zu viel Dreck fallen zu lassen. Genau, den brauchen wir noch. Den legen wir mal zur Seite. Und dann nehmen wir mal den neuen Filter raus. Ja, der ist auch komplett eingeschweißt. Also hier gibt es keine Öffnung. Es gibt natürlich auch Kohleaktivfilter. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Kohleaktivfilter ist. Vielleicht, weil der halt so ein bisschen dunkler hier ist. Aber ich meine, der ist ja, naja gut, der ist ja einfach dreckig. Und wir sehen hier schon Unterschiede. Hier haben wir so einen Schaumstoff. Und ansonsten ist der halt hier zu überall, und hier haben wir halt keinen Schaumstoff und hier so eine Falz, wo man halt den Filter reinlegen kann. Hier ist auch nochmal eine Beschreibung für Toyota Corolla, Verso, Prius, Yaris, und wie man das Ganze hier ein- und ausbaut, also relativ einfach. Handschuhfach rausnehmen und dahinter ist halt hier der Filter. Genau, und Filter aus dem Halterungsrahmen herausnehmen, ersetzen und einzelne Arbeitsschritte umgekehrt reinfallen. Genau, also relativ einfach. Relativ, hier ist auch nochmal eine Zeiteinschätzung. 15 Minuten sollte das Ganze dauern. Genau, 15 Minuten sollte das Ganze dauern, und ich meine, wir können es ja mal, ich will den hier noch ein bisschen sauber machen, an der Seite ist noch ein bisschen Dreck, aber einfach so vom Passen her, ob das Ganze hier so reinpasst. Ich meine, das muss jetzt, glaube ich, auch nicht super genau sein, aber ihr seht es schon, das geht, allerdings haben wir hier natürlich etwas Abstände. Wir können ja versuchen, den auf die andere Seite zu drehen. Das was bringt. Nee, das wird schwierig. Also ich glaube, auf der Seite war das schon besser. Bisschen wie so eine Mundharmonika, allerdings halt oben hier auch begrenzt, was man hier so rausziehen kann, rausweiten. Ich wollte natürlich, dass der ganze Dreck hier durch den Filter geht und nicht vorbei am Rahmen. Naja, okay. Genau, und dann würde er halt wieder eingebaut werden. Also relativ einfach. Gucken wir uns mal den Luftfilter an. Der hat hier sehr viele
ich sag mal, Lamellen, so ein bisschen gummiartig. Schauen wir uns mal den neuen an. Und das ist schon Unterschied, würde ich sagen. Wir haben nicht so viele Lamellen, also im Vergleich. Und hier muss ich auch sagen, gab es auch verschiedene Größen und Längen und der erscheint mir ein Tick länger. Tick länger. Und von der Breite her, und er ist auch nicht so tief wie der alte. Ich versuche den mal kurz auszumessen. So, der alte ist hier 11,5 cm. Ja, genau, 11,5, so ungefähr. Und wir gucken mal der neue. Ist doch etwas länger. Ist eher um die 11,67. So, wenn der Fokus mal reinspringt. Genau. Also der ist ein Tick länger und Tick breiter, dafür aber nicht so tief. Ich meine, wir haben jetzt so 4. Und der ist hier, ja, 4,5. Also mal gucken, wie das Ganze passen wird. Und dann haben wir noch den Kühlflüssigkeitssensor. Und da gibt es auch verschiedene. Der hat hier nämlich, vielleicht seht ihr das ganz gut. Der hat hier so ein Dreieck. So einen dreipoligen Dreiecksanschluss und da soll es wohl auch verschiedene geben. Deswegen am besten einfach mal den alten sich anschauen, was ich natürlich jetzt nicht gemacht habe. Und ich muss auch sagen, der Fehler ist jetzt auch wieder nicht aufgetreten. Also ich werde den noch erst in der Verpackung lassen und dann, wenn der Fehler wirklich wieder auftritt, dann werde ich da auch handeln. Aber erstmal bauen wir die beiden neuen Filter ein. So, da hier drinnen ist die Öffnung für den Filter und hier ist auch schon eine Beschreibung, das soll nach oben gehen und wir fahren einfach mit dem Filter hier rein. Natürlich darf sich hier nichts verheddern und dann rastet er auch schon ein und dann würde das Handschuhfach noch drauf kommen, aber weil wir noch das Armaturenbrett nicht drauf haben, und hier noch ein paar Kabel für den Airbag und so anschließen müssen, tun wir das Handschuhfach erstmal nicht rein. Aber ihr seht es, sehr einfach. Und mal gucken, wie schnell der Filter schmutzig wird. Und jetzt versuchen wir mal den Luftfilter für den Motor einzubauen. So, jetzt hier in der Motorhaube. Ich glaube, das ist egal, ob jetzt die tiefe Seite bzw. die etwas flachere Seite in die oder die Richtung geht. Ich glaube, wir tun mal hier die so rein. Und ihr seht es schon, vielleicht der Filter, der schließt hier so ab. Und das Ganze, das Plastik ist da drunter. Und ich dachte mir, das muss tiefer sein, damit der Teil hier besser draufgleiten kann. Ich versuche das mal jetzt draufzusetzen, weil letztes Mal mit dem alten Filter wollte das nicht so richtig funktionieren. Ja, selbes Problem wie vorher, der Filter schließt hier halt ab und mit dem Plastik und eigentlich dürfte er das nicht, weil das Ganze muss sich hier verhaken, also meines Erachtens, und ich kriege den halt jetzt da gerade nicht so einfach rein. Müsste noch mal gucken, ob es schmalere Filter gibt, die wirklich dann halt perfekt hier reinpassen. Aber gut, um hier mal ein bisschen weiterzukommen, werde ich den jetzt einfach versuchen, hier reinzudrücken.
und dann nochmal gucken, ob es einen passenden Filter gibt. So, ich habe den jetzt reinbekommen, allerdings mit etwas Kraftaufwand, so richtig rein wollte er nicht. Vielleicht sieht man das hier auch. Da ist ein Stück hier, nein, das sieht man hier nicht, das ist ein Stück, genau da, da schaut so ein Stück Filter raus. Also, keine Ahnung, ob das so sein soll. Ich habe mir blöderweise das natürlich auch nicht vorher angeschaut, weil ich dachte, ja, so ein Luftfilter kann ja nichts Kompliziertes sein, aber man kann sich auch irren. So, und hier, ich weiß nicht, ob das so sein soll. Da ist nämlich ein bisschen Gewinde übrig. Naja, da haben wir es. Und ich weiß auch nicht, ich bin noch immer nicht dazu gekommen, herauszufinden, wo denn dieser Kühltemperatursensor ist oder sich befindet. Ich habe mir so ein Handbuch besorgt, aber muss noch reinschauen. Und das ist ja ein Kabel, nicht dreipolig. Naja, wir schauen mal weiter. Erstmal muss er angemeldet werden und dann fahren wir noch ein bisschen. Übrigens, vielleicht seht ihr es, wir haben nur noch ein Zündschloss und ich habe auch diese Plastikverkleidung wieder rangemacht, aber es ist halt der Toyota-Schlüssel mit dem Zündschloss, was dazugehört, und ja, die Security-Lampe leuchtet, blinkt nicht mehr, und ich habe den quasi angelernt für das gebrauchte Steuergerät, was wir gekauft haben. Und ich muss sagen, es war erschreckend einfach. Man tut einfach, ich habe das Zündschloss benutzt, was für das neue, mit dem neuen Steuergerät gekommen ist. Ich habe den Master Key reingesteckt, halt auf Zündung gedreht, gesagt in TechStream, ich möchte einen neuen Schlüssel anlernen, und habe dann einfach den alten rausgenommen, den Anweisungen gefolgt und den neuen Zündschlüssel bzw. den Toyota-Schlüssel reingesteckt, und ich musste ihn nicht drehen. Da liefen irgendwie ein paar Sekunden und der hat einfach den neuen Zündschlüssel mit dem Transponder erkannt. Das heißt, ich habe einen Master Key, der nicht in dieses Zündschloss passt, also ich kann ihn auch nicht umdrehen, und das ist jetzt der Ersatzschlüssel. Also da musste ich noch irgendwie ein bisschen was machen, aber das funktioniert. Also der Toyota-Schlüssel ist angelernt an das quasi neue Steuergerät, weil wir den Master Key hatten, und er springt an, was gut ist. Wir fahren jetzt ein bisschen vor und das freut mich sehr. Ich brauche nur noch einen Master-Schlüssel, dann kann ich den alten auch quasi loswerden. So. Und eben lief er auch ganz gut, oder? Also, mal gucken. Ich warte noch auf das Modul. Dann können wir endlich das Armaturenbrett hier einbauen und alles wieder ordentlich machen. Und dann soll er noch die Papiere bekommen. Und dann können wir uns endlich daran widmen, hier ein bisschen Sachen sauber zu machen. Weil, wenn ich das hier schon sehe, ihr seht hier, hier war mein Aufkleber oder sonst was und hier ist der ganze Dreck. Also das würde ich gerne mal sauber bekommen, weil man sieht einfach und riecht auch, dass es ein Raucherauto war. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das hier alles schön sauber bekommen.